Herr Ministerpräsident, am 31. August wählt Sachsen einen neuen Landtag. Der Wahlkampf nimmt immer mehr Fahrt auf. Wo steht die Sächsische Union? Ja, die Sächsische Union steht zurzeit souverän an der Spitze aller Umfragen. Aber natürlich machen wir 200 Veranstaltungen, um einerseits zu vermeiden, dass vielleicht eine gewisse Selbstgefälligkeit sich breit macht, dass die Menschen sich sagen, es ist schon alles gelaufen, sondern wir versuchen natürlich, die Menschen zu mobilisieren und da sind wir gerade gut unterwegs. Also trotz guter Umfragen noch nicht alles entschieden? Ja, ich meine, abgerechnet wird immer dann, wenn der Schiedsrichter das Spiel abpfeift und das ist der Schluss der Wahllokale am 31.08. Und bis dahin gilt es sich anzustrengen, für die Erst- und Zweitstimmen zu kämpfen. Sie sind in diesen Tagen wieder unermüdlich in ganz Sachsen unterwegs, führen viele Gespräche. Was geben Ihnen die Menschen mit auf den Weg? Also zum einen erstmal auch die Anerkennung für das Geleistete, auch in Regierungsverantwortung und immer wiederum den Wunsch mit verbunden, machen Sie weiter, wir bauen auf Sie. Und natürlich gibt es dann auch Themen, die Sie ansprechen, die aber oftmals auch lokalen Charakter sind. Es gibt nicht mehr die großen Themen wie früher mal die Angst um die Arbeitsplätze. In Sachsen spielt für manch einen im Westen natürlich aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen die Bildung eine sehr wichtige Rolle. Sie ist gut, aber es gibt eben auch die Opposition, die uns sagt, sie sollte noch besser sein. Und das ist ein Thema. Und wir haben auch gegenwärtig eine Diskussion über die Frage der Kinderbetreuung. Nach der Bertelsmann-Studie reichen die Plätze bzw. die Kräfte von Erzieherinnen in den Kindertageseinrichtungen. Das sind Themen, aber die werden tatsächlich nicht im Wahlkampf so intensiv angesprochen, wie das medial wahrgenommen wird. Blickt man 25 Jahre zurück, der Weg zur friedlichen Revolution war gegangen. Wenn Sie zurückschauen, haben Sie sich diese Erfolgsgeschichte in Sachsen damals so vorstellen können? Also, dass wir heute die niedrigste Zahl an Arbeitslosen, aber die höchste Zahl an Arbeitsplätzen haben, dass wir heute aufgeschlossen haben in verschiedenen Kennziffern zu den durchaus gut entwickelten westdeutschen Ländern, das habe ich mir nie erträumen lassen. Wir sind besser, als wir es je vermutet haben. Für manch einen ist es immer noch nicht schnell genug, aber für viele Menschen heute, die sagen ganz einfach, toll, ich habe jetzt einen sicheren Arbeitsplatz, ich habe auch ein besseres Einkommen, ich kann Familie und Beruf sehr gut in Einklang bringen. Ich bin ehrenamtlich engagiert und freue mich, dass ich was für die Gesellschaft tun kann. Also das heißt, wir sind in der deutsch-deutschen wiedervereinigten Realität wesentlich weiter vorangekommen und auch angekommen. Wir kommen gerade aus Zwickau, wo Volker Kauder mit Ihnen die Oldtimer-Rallye eröffnet hat. Jetzt in Grimma gerade auf dem Weg, wo Angela Merkel schon auf Sie wartet. Ist das Rückenwind aus Berlin? Also ich bin sehr dankbar für den Rückenwind aus Berlin, aber auch aus den anderen Bundesländern. Volker Bouffier, Annegret Kramp-Karrenbauer, auch Julia Klöckner und andere werden uns im Wahlkampf unterstützen. Horst Seehofer aus Bayern. Also ich glaube, dass wir sind sehr glücklich, dass die Bundeskanzlerin, aber auch die anderen Spitzenpolitiker der Union uns im Wahlkampf unterstützen. Denn es geht ja um etwas. Es geht um die Zukunft Sachsens. Und wir wollen diese gute Geschichte, die Sachsen in den letzten 24 Jahren, diese gute Entwicklung, die Sachsen in den letzten 24 Jahren gegangen ist, auch fortschreiben. Und wir wollen letztendlich auch die Erben der friedlichen Revolution, das sind die Kinder von heute und die Kinder von morgen, die in Freiheit aufwachsen, die also in sozialer Marktwirtschaft aufwachsen. Da wollen wir, dass die auch letztendlich die Früchte ernten können, die wir alle gemeinsam also erstmal gesät haben und heute anfangen, eben die Ernte einzufahren. Und da glaube ich, ist es auch wert und wertvoll, diese Unterstützung zu erfahren.